Und ich stecke mal wieder fest, ne? Teile des Puzzles fehlen, ja, was fehlt? So, Leute. Ich würde jetzt mal ganz sagen. Da rein. Und was weiter? Okay, und jetzt da rein. Und jetzt. Ja, was? Ich hab glaubt, da brauche ich noch was. Ich glaub, das Spiel will mich verarschen. Einen Türriegelgriff. Wo habe ich denn das schon wieder gesehen? Ich glaube hier. Hä? Ein kreuzförmiger Schlüssel. Was willst du von mir, Alter? Hallo? Hä? Beim Boot? Was soll ich beim Boot jetzt da schon wieder mit dem Scheiß machen? Alter! Alter! Hä? Ey, leck mich einfach, ja? Leck mich. Ja, leck mich einfach, ja? Dort ist etwas, das sich im Kreis bewegt. Ich muss es irgendwie fangen. So. Ein runder Magnet. Was ist denn das schon wieder? Ohne Griff komme ich hier nicht weiter. Da. Oh. So. Nein. Merkwürdig. Was soll ich denn jetzt machen? Nix. Zündkerze nehmen. Ja, so. Okay, jetzt haben wir einen Magneten. Mit dem Magneten kann ich jetzt wahrscheinlich die Schrauben aufdrehen. Nein, geht auch nicht. Ja, aber das ist ein Holzteil. Das kann ich wahrscheinlich nicht mit dem Magneten holen. Was ist denn das schon wieder? Ordne die Tiere entsprechend ihres natürlichen Lebensraums in der nördlichen oder südlichen Hemisphäre an. Nordpol? Keine Ahnung. Süden? Alter, es verlangt Sachen von mir. So? Nicht. Schade. So? Nein? Ich hab doch keine Ahnung, wo... Hallo? So? Stimmt das? Ja? So? Okay. Ja, Pinguin... Achso, na warte mal, Pinguin Südpol oder Nordpol? Ich glaube am Südpol. Polarbären. Keine Ahnung. Norden. So? Nein? So? Nein? Nee, ich will den Tipp haben. Leute, es tut mir leid, ich habe wirklich keine Ahnung. Sorry, Geografie war noch nie mein Fach. Ich kann jetzt nicht einmal raten, weil ich keinen blassen Dunst habe, wo die Norden oder Süden hinkommen. Also, verzeiht mir, dass ich das jetzt überspringe.
weil ich habe keinen blassen Dunst. Ich tue es jetzt einmal so schön machen. Warte noch kurz, bis ich den Tipp, also den ich überspringen habe. Und dramatische Musik dabei. Huch! Eine Kompassrose. War doch gar nicht so schwer, das Rätsel, oder? Nee, Leute, aber wirklich ernsthaft, also... Pff. Keinen Plan. So, die Kompassrose, die habe ich auch schon irgendwo gesehen. Das war hier, genau. Einen Dietrich. Na, den Dietrich, stopp, geh zurück. Den habe ich da beim Haus irgendwo gesehen. Jawohl, da. Ich muss mehrere Federn nach oben schieben. Doch welche? So? Ne. Eins, zwei. Yeah! Eine Schaufel, eine Zündkerze. Für was wir die Zündkerzen eigentlich brauchen. So, mit der Schaufel kann ich hier mal dumm graben. Ein weiteres Kästchen, ein weiteres Geheimnis. Ein Zahnrad. Weiß ich nicht, kann ich da die Zündkerzen reinstecken? Nee. Zahnrad da? Eher nicht. Okay. Zündkerzen? Nein. So, gehen wir mal eins zurück wieder. Aha, das ist wieder ein neues Wimmelbild. So. Was bist denn du? Ah, da muss ich aufpassen, wo die Ratte kommt. Ja. So. Da glitzert was. Esel. Aha, den Hintern muss ich quasi nur zuordnen. Kohl. Flaschenöffner. Wo ist der Flaschenöffner? Der Sackflasche ist übrigens noch immer da. Okay, Flaschenöffner finde ich jetzt momentan auf die Schnelle nicht. Das war die Kaffeemühle. Eine Schürze, die hängt da hinten. Ein Löffel. Löffel, da ist der Flaschenöffner übrigens. Da ist das Schneidbrett. Wo ist der Käse? Löffel, Igel, Kochbuch. Ein Igel? Hierinnen? Ah, die meinen das hier, okay. Ein Kochbuch. Ein Kochbuch? Ah, da. Und einen Löffel. Ja, wo ist denn jetzt der Löffel? Löffel, Löffel. Es ist immer eine Sache dabei, bei der es mich... Da ist es. Na, komm. Die ich nicht finde. Eine Igeltafel. Was mache ich jetzt mit einer Igeltafel? Im Lagerhaus. Okay. Gehen wir mal zum Lagerhaus. Ne, das fehlt da nicht. Das fehlt da auch nicht. Jo, man, Dude, dann habe ich keine Ahnung. Das Sieb brauchen wir eh auch nicht mehr. Ne? Das lassen wir da gleich liegen. Boah, ey. Eine Igeltafel. Und ein Zahnrad. Ne. Hier wird ein Zahnrad hineinpassen. Siehste. So, jetzt bin ich drinnen da. Ich sollte diese Maschine irgendwie in Gang setzen. Warte, habe ich irgendwas gehabt? Es steckt hinter dem verstärkten Glas fest. Was? Okay, dann muss ich wahrscheinlich... Also, das habe ich eh auch schon.
mit Zündkerzen. Ja, voll. Aha. Ein Schraubenschlüssel. Juhu, ich freue mich. Hier oben versteckt. Nur wenn man die Maschine schmeißt, dann... Und dann kommt er runter, ne? Ja, wir wissen schon, was wir mit dem Schraubenschlüssel anstellen können. Ich frage mich aber nur, wieso wir das abmontieren. Ist übrigens nur mit zwei Schrauben angeschraubt, ne? Ein Kontrollknüppel. WTF, brauche ich jetzt einen Kontrollknüppel? Aha, ich freue mich. Ein neues Himmelbild. Ah, ein neues Rätsel. Ordne die Kacheln ihrer Markierungen entsprechend auf der rechten Seite an. Hä? Bitte wie? Meinen die das so? Ach so, ihrer Markierung nach. Nee, das müsste dann so sein. 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 Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich mir nichts verbaue. Okay. Ich mache das jetzt einmal so, dass ich zuerst einmal die ganze Reihe da hinten voll kriege. Dann tue ich mir nämlich auch leichter und verbaue mir auch nichts. Wo ist denn das ganz unten? Das ist das hier da. Ah, da ist das ganz unten. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und das ganz oben ist natürlich hier wieder. So, dann haben wir die erste Reihe. Die zweite Reihe, bitteschön. Die zweite Reihe ist hier. Zack, 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 zack. So, und das machen wir so. Die zweite Reihe, dann haben wir das hier so. Dann haben wir das hier da. Entweder bin ich blind oder das fehlt hier. Und das hier auch. Nein, das hier fehlt eben nicht. Aber das hier fehlt. Okay. Dann haben wir das hier da. Dann die mittlere Reihe, bitteschön. Ah, na, das haben wir da. Entschuldigung. Die mittlere Reihe. Dann kommt das da ganz nach unten. Das hier kommt daher. Das hier kommt in die Mitte. Und das hier kommt daher. So, dann die vorletzte oder die zweite von rechts. Ah, die zweite von links, Entschuldigung. So. Das ist außen. Das ist außen. Das ist auch außen. Das hier ist dann quasi so. Okay. Okay, hat am Anfang nur komplizierter ausgeschaut, als was es eigentlich ist. Ist im Prinzip aber watschen einfach, wie man in Österreich so schön sagt. Tschack! Und ein kreuzförmiger Schlüssel. So, kann ich mit dem kreuzförmigen Schlüssel jetzt da oben die Kiste aufmachen, wäre ich sehr verbunden. Und ich... eine Katzentafel. Ja, ja, aber ist noch immer kein Drink. Na ja, gut. Habe ich jetzt... Was mache ich jetzt mit den zwei Sachen? Geht noch immer nicht. Huch. Ah, okay. Zack. Zack. Eine Herztafel. Was mache ich jetzt mit der Herztafel?
Hey, Johnny Boy, unter uns, was mache ich damit? Psst. Ah, meinst du da reinstecken? Ah, okay, alles klar. Ah, danke, danke schön. So, dann haben wir einen Schrankschlüssel. Und ein Wimmelbild. Da schaut's wieder aus. Ein Korb. Eine Familie, da brauche ich ein Kreidestück, wo ich wahrscheinlich dann einen kleinen Jungen hinzeichne oder irgendwas. Eine Mondscheibe. Na, mit der Mondscheibe, die werde ich wahrscheinlich kriegen. Und werde es wahrscheinlich dort auch einsetzen müssen. Ich klicke mal. Hä? Okay. Auch nicht schlecht. Ah, da kann ich jetzt zeichnen. Zack, 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 zack. Und da haben wir die Familie. Eine Schleuder und einen Kescher. Ein Lineal. Pilz und Brotschieber. Pilz haben wir hier. Bei diesem Brotschieber. Ah, okay. Eine Mondscheibe. Gib mir eine Scheibe vom Mond. Alter, es ist immer was dabei, was ich suche. Mondscheibe. Mit der Mondscheibe werde ich wahrscheinlich jetzt da hier das aufmachen können. Oh, sag ich ja. Noch ein Geheimfach. Ah, da brauche ich dann, ich weiß schon.